Hallo und herzlich willkommen. Tja, wieder einmal eine neue Woche, die anbricht. Wir brechen auch so einiges oder so manchmal bei so manchen Kommentaren. Ich habe mir jetzt überlegt, wir werden für heute ausnahmsweise mal wieder zurückkehren. Oh, jetzt fehlt mir gerade noch so ein Rest M&M irgendwie mal. Oh, klar, Moment mal. Oh, ist das? Ja, genau. Also wir kehren noch einmal hier zurück zu dem alten Texturenpaket. Nicht Tastaturenpaket, nein, Texturen. Ich glaube, man meinte mir damit das hier. War auch ganz deutlich von wegen so, ja, hier installieren wir den Mod und das und das und das. Manche nur so von wegen, Wir sind ja hier auf der 360, ne? Auf der Xbox. Da gibt es gar keine Mods. Ja. Und wurde dann nur so gefragt, ja, und wie hast du denn das hier drauf gekriegt? Das mit Skyrim. Ja, das liegt daran, dass es halt Mashups gibt für die Xbox-Version, die man installieren kann. Ja, wir werden auf jeden Fall auch wieder dahin zurückkehren. Immerhin habe ich das Ding gekauft und ich möchte das auch dementsprechend noch nutzen. So lange wie möglich. Ja, insgesamt sieht nicht so viel anders aus. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt aber auch schon ziemlich an den Look gewöhnt. Ne? Also ich finde jetzt diese Welt hier denn jetzt aktuell doch etwas. Ja, also es sieht nicht schlecht aus. Ja, also es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus im normalen Texturenpaket, aber jetzt mit dem Skyrim-Kram sah es auf jeden Fall besser aus. Nochmal so ein Fitzelchen zumindest. Jetzt bin ich natürlich so am Überlegen, was machen wir? Also mit der Lava auf jeden Fall sieht cool aus, ja, nach wie vor. Wurde ja auch schon bei so manch anderer zumindest hatte das ja auch gesagt, von mir so, ja, hier, boah, voll geil, ne? Danke, danke, danke. Das bestätigt mich ja nur. So, tup, 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 tup. Ja, hier kommt man nicht hoch, das ist okay. Ah, die Türme sehen schon cool aus, definitiv. Das ist absolut in Ordnung. Ich bin jetzt nur so langsam überlegen, was machen wir denn noch? Also, es gibt hier und da noch die ein oder andere angefangene Baustelle. Aber ob ich mich dem wirklich widmen möchte, weiß ich noch nicht. Ich würde eigentlich, glaube ich, lieber auf Expedition gehen. Also ein bisschen Action suchen oder sowas. Vielleicht ein paar Diamanten suchen. Na, mal gucken, irgendwie sowas. So, das heißt, wir packen hier erstmal so ein paar Sachen auch wieder weg. Mal gucken, Kies. Kies war, glaube ich, hier, ne? Ja. Eisenerz. Das können wir eigentlich einschmelzen. Ja, ach komm, das passt. Ich brauche sowieso nicht hier. Ja, nehmen wir die Hälfte. Sehr schön. Lass uns das alles einschmelzen. Das kann dann hier hin. Wir hauen das einfach alles hier irgendwo hin. Ist mir momentan eigentlich recht egal. Hauptsache, es ist weg und stört mich im Moment nicht. Holzbettchen und das alles nehmen wir mal mit. Die Eimer werde ich nicht brauchen. Naja, ist sogar noch Platz drin. Überall Knochen verteilen. Das ist ja auch toll, ne? Hier ein Knochen, da ein Knochen. Das rohe Hähnchenfleisch lassen wir auch mal hier. Die Schere werde ich nicht brauchen. Ja, das ist alles sonst soweit okay. Wir machen noch mal ein paar mehr Fackeln. Zumindest das bisschen, was wir rauskriegen. Und ansonsten natürlich Werkzeug, das ist auch klar. Als da wäre definitiv nur eine Spitzhacke, eine Schaufel, ja. Ich denke, das reicht erstmal. Axt oder so brauchen wir nicht. Wir haben genug Holz erstmal dabei. Und ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hin möchte. Vielleicht zum Anfang in dem Gebiet. Ja, doch, da habe ich so eine Idee. Da möchte ich mich, glaube ich, in eine Richtung buddeln. Da, doch, doch, doch. Man könnte ansonsten hier über den Ozean mal schwimmen und schauen, ob man von dort aus vielleicht so eine Höhle sieht, die einen Wassereingang hat. Das gibt es relativ oft. Also zumindest am PC. Wäre so eine Überlegung wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt das Hirn wirklich richtig zermartert, ja. Also, wie gesagt, ich habe hier so meine Aufzeichnungen, was mir noch so alles eingefallen ist, wo ich dachte so, oh ja, das musst du noch bauen und das musst du noch bauen und das sind alles sehr, sehr langwierige Sachen, die auch teilweise nicht gerade unklein sind. Und wenn ich die jetzt anfange, ey, dann braucht das schon so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob wir dann noch warten können, wenn denn dann die Xbox One-Version draußen ist. Ob wir dann noch warten können, um das hier fertigzustellen. Ich weiß nicht. Ich hatte schon überlegt, ob ich aus Jux und Dollerei einfach nur aus purer Langeweile, also nicht wirklich Langeweile, aber ob ich dann einfach so halt irgendwie eine Achterbahn bastle. Weil momentan,
also einfach nur aus Protest, weil mir es mit tierisch auf den Zeiger geht, dass die 4J-Studios die ganze Zeit irgendwie Videos tweeten von irgendwelchen YouTubern, die Achterbahnen bauen. Wo ich mir einfach so denke, nee, es ist, ne? Ja, da sieht man unser Häuschen von hier aus. Und wir sehen das Eis, wenn mal einer ganz weit zurückschaut, dann würde er feststellen, dass hier kaum Eis war. Eigentlich so gut wie gar keins. Das ist immer so das Schlimme bei Eis, das breitet sich ja im Laufe der Zeit aus. Es wird nicht besser. Wird es dunkel? Nee, wollte ich sagen. Was ich jetzt sehe, sind da oben auch Höhlen drinnen, ne? Wollen wir da hochgucken? Das könnte man ja auch machen. Also hier unten haben wir auf jeden Fall schon erkundet. Das weiß ich, was ist mit der da? Ich weiß nicht genau. Irgend so ein Killerschaf ist auf jeden Fall da oben. Wir gucken einfach mal nach. Ich glaube, das ist die beste Alternative. Ups. So, und hier, komm. Ich habe sowas von gar kein gutes Gefühl. Das Kohle, ja, Kohle. Ach, und in unserem größten Wahn haben wir so viel Kohle anscheinend zurückgelassen überall. Ja, das kommt mir natürlich jetzt zugute. Jetzt, wo der Kohlemangel herrscht, ja. In der Kohlekrise. Mangelware hier. Ach, sehr schön. Vor allem Erfahrungspunkte und gleichzeitig auch noch das, die Ressource, die man benötigt. Das ist natürlich ideal. Perfekt, würde ich sagen. Das war natürlich alles von langer Hand so geplant, ne? So für schlechte Zeiten. Das mache ich immer so. Definitiv. Da gibt es gar keine andere Lösung. Ich muss mich jetzt irgendwie versuchen zu rechtfertigen, ne? Warum ich das denn so gemacht habe. Damit es auch Sinn alles ergibt, ne? Damit ihr mich wieder feiern könnt. War da Eisen? Nee. Da war irgendwas anderes. Irgendwas anderes war da, aber kein Eisen. Hier ist auch nichts. Also das mit dem Eis macht mir oder gibt mir so ein bisschen zu denken. Denn das heißt ja, im Laufe der Zeit wird irgendwann diese ganze Welt ja mit Eis bedeckt sein und Schnee. Ob ich das unbedingt möchte? Eigentlich nicht. Finde ich ziemlich uncool. Ist das hier? Ja, ist alles in Ordnung? Wir haben schon ziemlich lange... Ups. Ja, sehen wir das schon erst dahin. Schon ziemlich lange keinen Spawner mehr gefunden. Gut, okay, wir waren auch schon ziemlich lange nicht mehr so richtig auf einer Höhlenexpedition, ne? Das haben wir früher ja viel, viel öfter gemacht. Jetzt eigentlich mache ich es nur, weil ich die Kohle brauche, weil wir auch jede Menge noch brennen müssen, eventuell vielleicht. Also wie gesagt, ich bin momentan echt zu überlegen, was man denn noch bauen kann im Moment, was hier noch reinpasst oder wo ich noch nicht ganz fertig sein könnte. Obwohl, ich habe eine Idee. Ja, ich habe gerade eine Idee gehabt. Gut, das wollte ich mir eigentlich für die neue Welt aufheben. Aber das werden wir dann einfach hier machen, in klein. Mal so ein bisschen andeuten, ne? Wir werden das Ganze perfektioniert und natürlich perfekter dann in der neuen Welt basteln. Aber hier werden wir damit schon mal anfangen. Das sieht alles gut aus, sehr schön. Naja, alles friedlich hier, wunderbar. Das war hier so ein Krampf, das auszuleuchten, ne? Weil hier immer Sachen drunter gespawnt sind. Hier unsere Kirche von hinten. Deshalb die ganzen Fackeln hier. Ach ja, also viele, die hier... Ach ja, das Mallorca-Huhn, was haben wir hier? Der Gamer Kevin verpasste nie eine Folge bis zur Zocker, ja. Er ruht in Frieden gebündelt. Von der ich schon Ewigkeit nichts mehr gelesen. Ich glaube, der guckt das gar nicht mehr, genauso wie solche Ulme. Der hier genauso. Mallorca-Huhn ist auch schon lange weg. Slenderman ist das, ne? Ja, auch der schon Ewigkeit nichts mehr gehört. Genauso wie der, der auch. Der guckt noch, das weiß ich. Genauso wie der Fresh Prince. In Helgen vom Born gefallen, genau. Der Zwergenkrieger. Es sind so viele dabei, die teilweise gar nicht mehr gucken, ne? Also, oder zumindest die schreiben oder vielleicht nicht mehr dazu kommen. Wir sehen's. Ja, ja. Einige haben es auf dem Friedhof damals geschafft. Wie gesagt, wurde ja einfach gefragt. Ne? Ich habe einfach gefragt, wer möchte, wenn ich will, der hat schon. Und dann gab es halt dementsprechend die Plätze. Ja, hier ist nichts gewachsen, schade. Ich könnte eigentlich den Hund auch mitnehmen, aber irgendwie auch wieder nicht. Deshalb, wir lassen ihn einfach hier. Der freut sich. Ich muss was essen, ich kann ja nicht rennen. Auf jeden Fall haben wir wohl jede Menge Kohle gekriegt, wenn ich das hier mal sehe, ne? Ah, 44 Stück. Das ist in Ordnung. Boah, so viel Kohle hat man schon lange nicht mehr. Ach, sehr schön, sehr schön. Ah, ja, aber ich habe gerade überlegt, so Mensch, ja,
eigentlich wollte ich ja den Platz da, ne, anders machen, aber habe ich jetzt irgendwie gerade nicht so die Lust zu. Ich möchte irgendwie lieber was bauen. Und ich hatte gesehen, wir haben ja ein paar Knochen, ein bisschen Knochen mehr, das heißt, das sollte auch funktionieren. Und die Bäume muss ich ja sowieso da fällen, die dort stehen, weil die wegkommen, damit der Platz richtig gemacht werden kann. Von daher können wir hier, wo wir richtig viel freie Fläche haben, da mal so ein bisschen rumexperimentieren. Das ist halt so, ich sag mal so, unser kleines Experiment jetzt, halt eine Vorarbeit für die nächste Version. Das wird allerdings, muss ich auch sagen, nicht, dass einer jetzt denkt, so, jetzt erfahren wir hier irgendwas, so, ne? Ah, die Sonne sieht so doof aus. Egal. Ich stelle auch über die nächsten Folgen wieder um, ne? Ich weiß nicht, ich werde vielleicht jetzt so 2-3 Folgen hier bleiben. Aber dann werden wir wieder umstellen auf das Skyrim-Paket. Übrigens, es sieht, mit dem lilanen Häubchen sieht echt nicht so gut aus. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich hatte es mir cooler vorgestellt. Definitiv. Ist leider aber dann doch nicht so cool geworden. Und ist, naja, nun dann in Ordnung. Sagen wir mal, es ist in Ordnung, ja. Es lässt sich aushalten. Ich gehe mal kurz hier ins Bettchen. Ach, geht noch nicht. Ja, dann hoffen wir, dass ich es jetzt schnell reinschaffe. So, hier ist es so dunkel immer im Schatten des Turms. So, ich hoffe, jetzt spawnt nichts. Bitte. Nicht, dass hier wieder irgendwie Creepy McCreep mich weckt. Ja, nee. Gut, puh, Schwein gehabt. Es sei denn natürlich, dass in irgendeinem dieser dunklen Türme gespawnt. Was ich natürlich nicht hoffe. Gut, Axt habe ich. Ich brauche eine neue Axt. Eine neue Axt muss her. Ja. Denn die ist wichtig. Mega wichtig. So, dumm. Was sehen meine verträumten Augen da? Hat sich da ein... Ah, ich brauche die Wolle. Ich brauche schnell die Wolle, die Schere. Komm mal schnell her hier. Das Schaf machen wir platt. Es hat sowieso nichts anderes verdient, weil es ist ein Schaf. Das könnte natürlich auch sein, es könnte sehr lustig werden, wenn es jetzt in die Lava gerannt ist. Es ist anscheinend nicht. Schade. Das wäre jetzt natürlich noch cool gewesen, aber okay. Wollte es wohl nicht, es hat wohl Angst gehabt. Kann ich verstehen. So, der ist ja natürlich richtig riesig, der Baum hier, war ja klar. Den werden wir jetzt gleich mal fällen, ne? Der muss jetzt gleich dran glauben. So. So, dann haben wir hier genau die Äste weg. Sehr schön. Und weiter hoch, würde ich sagen. So, hier kann ich mich ausruhen. Sehr schön. Ja, komm schon, mach. Geht doch. Jetzt sind wir auch ganz oben, ne? So wie ich das sehe. Ah ja, es hätte wirklich nicht lange gehalten, wenn ich das hier sehe. Gerade mal ein Stück oder ein bisschen konnten wir dann wegklöppeln. Ich hoffe natürlich, dass diesmal ein paar mehr Setzlinge bei rumkommen. Ansonsten muss ich zur Insel reisen. Vielleicht so als kleiner Hinweis auf das, was ich machen möchte. Achso, mit dem Platz hier, ne? Das Ganze wird auf dieser Höhe bleiben, so wie der Eingang ist. Bis zum gewissen Punkt ungefähr, bis, ja, hier so, ne? Und dann wird das kreisförmig treppchenweise runtergehen, bis zu diesem Punkt hier hin. Aber auch nur, ich sag mal, bis hier. Also hier wird das kreisförmig nicht sein, weil hier bleibt es dann einfach so flach wie generell hier, weil da hinten ist ja der Strand und so, das heißt, das wird auch noch alles weggenommen. Und hier dementsprechend auch. Also, das, wir sehen, es gibt dann einiges noch zu tun hier an diesem Platz. Also ich sag mal, das sind so diese Friemelarbeiten, ja. Viel Terraforming, viel Umbauen, viel mit Schaufeln irgendwo drauf rumhack und Fluch, weil man sich das Ganze dann überlegt hat. Aber nun gut, so ist es halt. Wenn man sich tolle Sachen überlegt, muss man auch viel Arbeit reinstecken. Ja, das war jetzt sowieso meine Rechtfertigung dafür. So meine Selbstmotivation, ja. Obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig Motivation brauche. Bin ja immer motiviert. Hüst. Ja, sollte ich zumindest immer sein, ne? Deshalb, ich glaube, ich könnte das hier nicht hauptberuflich machen. Also, es ist ja jedem bewusst, ne? YouTube, mit YouTube kann man ja ein bisschen Knete dazu verdienen. Aber ich könnte es, glaube ich, nicht hauptberuflich machen. Weil wenn ich überlege, wenn ich mich dann hinsetzen würde und sagen würde, so von wegen, jetzt musst du wieder aufnehmen. Ja, das wäre für mich, glaube ich, so, das ist ja, das wäre ja nichts anderes, wie wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, ne? Weil wenn ich mir so lege, früh morgens sitze ich dann da, frühstücke, guck so Nachrichten nebenbei, wenn ich mir den Kaffee reinpfeife und alles.
nämlich auf dem Laufenden bin. Und dann geht's auf zur Arbeit und man denkt sich dann nur insgeheim so, scheiße, es musst du wieder zur Arbeit. Weil mit Arbeit verbindet man immer dieses Müssen und dieses Unangenehme. Es hat sich irgendwie so eingebläut ins Hirn. Ja, also, oh, da ist ja auch einer. Ich klopp den mal mit der Wolle weg. Ja, klappt sogar. Das Dschungelholz ist so weich, dass man sogar damit wegkloppen kann. Und so wie ich das bisher sehe... Das hier einiges. Oh oh. Schnell, schnell, schnell. Ich wollte gerade sagen, oh, 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 das wird böse ausgehen. Hauptsache ich komme da ran. Verdammt. Komme ich jetzt von hier aus da ran? Ach, gut. Das muss ich auflösen. Ach, jetzt kommt hier mal die Axt. Was soll das? Und das war für mich alles. Ja, yep, scheint alles gewesen zu sein. Puh, ich hoffe nur, dass die Setzlinge so schnell verschwinden. Das wäre ärgerlich. Also das ganze Holz brauche ich jetzt eigentlich... Ich wollte jetzt gerade sagen, brauche ich eigentlich nicht, aber... ja gut, kann natürlich sein, dass ich es doch gebrochen werde. Übrigens, ich habe auch wirklich mal wieder angefragt. Ne? Ich habe mal wieder gedacht, bist du wieder dreist, fragst du mal einfach auf... bei den 4J-Studios an, ob da irgendwas kommt. Wie immer gibt's keine Antwort. Man mag mich da anscheinend nicht. Also man ist kein Ork-Fan bei den 4J-Studios. Ja, ich habe auch nur vorsichtig war. Das ist noch nicht mal, wo ich jetzt irgendwas so Konkretes oder die versucht habe festzunageln, sondern einfach nur so generell die Frage gestellt, gibt es irgendwelche neuen Informationen zur Xbox One-Version? Und selbst dazu wurde nichts gesagt. Also man hätte ja wenigstens sagen können, nö, im Moment nicht. Ja, aber noch nicht mal das kam. Also es ist so... naja. So, und ich habe halt so einen ganz besonderen Spleen. Nennen wir es mal Spleen und sagen wir, es ist toll. Ja. Hm. 14 Setzlinge haben wir jetzt davon bekommen. Alter Schwede. Das ist ja der Wahnsinn. Achso, übrigens, ne, gestern war ja dann der Einsendeschluss vorbei. Ja, in dieser Nacht. Von Sonntag zu Montag um 0 Uhr. War der Einsendeschluss vorbei. Gab etliche lustige Sachen. Ich werde morgen ein bisschen so ein, zwei Sachen davon zum Besten geben, was es denn so an Antworten gab. Da waren teilweise echt Sachen dabei, da schlägst dir die Hände über dem Kopf zusammen. Gerade bei der dritten Frage von wegen, warum solltest du gewinnen? Hey, ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn das die alles entscheidende Frage gewesen wäre, dann weiß nicht, wäre der ein oder andere dann durchgefallen. Also, ja, auf jeden Fall trotzdem ganz lustig gewesen. Jeder hat sich halt so Mühe gegeben, wie er es kann. So, ich bin mit 16 eigentlich schon ganz zufrieden mit 16 von den Dingern. Natürlich ist es so, wir müssen den Baum auch weghacken. Ne? Da bleibt jetzt uns nichts anderes übrig. Auch der muss weichen. Hey, ja, so ist das. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das mache. Na gut, okay, so... Na komm. Achso, das war das hier. Ah, haben wir es. Sehr schön. Wunderbärchenhaft. Ach, so geht das doch. Ah, wenn ich natürlich die Schere nehmen würde, würde es wesentlich schneller gehen. Problem ist bloß, wenn man die Schere nimmt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dass das Laub hier wächst. Also despawned. Kann man das sagen? Kann man despawn sagen? Weil Respawn wäre ja so, ne? Und Despawn wäre Wegspawn. Naja, ich glaube, die Argumentation ist da nicht so ganz schlüssig. Sollten wir vielleicht dann doch lieber lassen. Und wir gucken, ob hier nicht irgendwo Holz dazwischen ist. Ne, sieht hier nicht so aus. Ich glaube, hier unten habe ich was gesehen. Ja, ansonsten sieht das ganz gut aus. Sehr schön. Das heißt, auf zur nächsten Ebene. Ja. Naja, ich muss mal gucken, was wir mit dem Holz anstellen. Ob wir vielleicht da dann was einfällt. Vielleicht dann doch eine Holzachterbahn. Irgendwie so, keine Ahnung. Bauen wir hier irgendwas nach. Hm. Oder so eine Art Kolosseum. Oder, ja, wo? Nee, Kolosseum. Macht hier wenig Sinn. Warum sollte man das auch bauen? Und hätte man sowieso jetzt hier nichts von. Da müsste man dann schon, glaube ich, eine richtige Stadt anlegen, ja. Wenn man sowas machen will wie das Kolosseum. Weiß gar nicht, hatte ich das nicht irgendwo gesehen? Auf irgendeinem Screenshot? Dass das einer mal nachgebaut hat. Hm. Gibt ja generell eigentlich rein, also zumindest am PC ist es ja so,
Da gibt es ja mittlerweile eigentlich nichts, was es nicht gibt an irgendwelchen berühmten Gebäuden, die mal nachgebaut wurden. Wobei ich sagen muss, ich finde es ein bisschen langweilig, berühmte Gebäude nachzubauen. Also klar, ist nicht schlecht, also da gehört auch viel dazu, das dementsprechend gut hinzukriegen, ne? Das ist, soll jetzt nicht irgendwie hier so sein, so, nö, das ist halt irgendwie doof. Nein, das nicht, aber ich weiß nicht, warum sollte man ein Gebäude nachbauen? Wenn es das halt schon gibt, ne? Also, ja gut, was heißt, wenn es das schon gibt, das ist so beschrieben, das zeigt nicht so ganz das, was ich meine. Also, ne, anstatt halt sich irgendwas Eigenes zu überlegen, das ist doch irgendwie viel cooler, sowas Eigenes zu bauen, dann zu sagen so, das ist mein Gebäude, baut das nach, ja, irgendwie so halt. Finde ich irgendwie schöner, die Vorstellung. Macht doch mehr Spaß. Weil letztendlich, wenn ich was nachbaue, dann muss ich ja immer wieder gucken, dann habe ich irgendwo einen Plan, irgendwie von sich Seiten und mit eventuell noch mit Maßen sogar, Seitenverhältnissen, damit es halt dementsprechend auch gut aussieht. Und dann muss ich ja die ganze Zeit draufschauen, immer wieder kontrollieren und ob das passt und ja, es, weiß auch nicht. Tja, ist schon seltsam irgendwie. So, ups, da ist das Ding hin. Es wird auch, glaube ich, gerade Nacht. Ich sammle mal schnell das Holz ein. Ja, ein paar mehr Setzlinge, sehr schön. Wunderbare Nacht. Gut, dann rennen wir mal schnell hier hin. Ab in die Falle, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Wie gesagt, morgen werden dann die Gewinner vorgestellt und die kriegen dann alle eine Nachricht von mir, weil ich brauche ja noch so ein paar Daten, damit sie die Preise kriegen können, ne? In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.